Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium im 13. Kapitel, Vers 29. Osten und Westen, Norden und Süden, die Grenzen werden aufgehoben für diejenigen, die wahrhaft Gott suchen. Grenzen aufheben. Grenzen des Denkens, Grenzen des Machbaren aufheben. Aber auch die Grenzen unserer Vorurteile aufheben. Wenn wir heute Gottesdienst miteinander feiern, so birgt dieser Gottesdienst sicherlich viele Gefahren, falsch verstanden zu werden. Es geht um die Schwiegertöchter. Und ich glaube, jeder von ihnen hat so seine Gedanken darüber. Wir werden heute erleben, hören, mitbekommen, nachdenken über das, was gute Schwiegertöchter Gutes bewirken können. Lasst uns Gott loben und feiern. Lasst uns unsere Gedanken zu ihm kehren, zu ihm kommen. Mit dem, was uns bedrückt, mit dem, was wir auch zu danken haben, lassen wir uns segnen durch sein Wort. Amen. Lasst uns miteinander Gott loben mit Worten aus dem Psalm 86. Lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Erfülle die Seele deines Knechts, der nach dir, Herr, verlangt mich. Vernimm, Herr, mein Gebet. Und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wolltest mich erhören. Lobt den Herrn, alle Heiden. Preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du bist die Kraft der Schwachen. Nimm dich unser an und schütze uns unter deiner bergenden Hand. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Hört den Predigtext aus dem Buch Ruth im ersten Kapitel. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und mit seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Malchon und Kilion. Die waren Ephraiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden anderen. Malchon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann.
Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jene ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwiegerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen oder von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Thank you.
Gemeinde, wenn man sich so über das Thema Schwiegertöchter bzw. Schwiegersöhne unterhält, kann man ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Das ist ein heikles Thema. Da hat offenbar jeder seine Erfahrung gemacht, auch gute. Vor die Kamera treten allerdings wollte dazu keiner. Aber jede und jeden, den ich darauf ansprach, konnte mir etwas erzählen. Aber das bleibt natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Einige lachten herzlich oder ertappt. Andere blockten ein wenig ab. Diese Woche rutschte mir bei so einem Gespräch der Satz heraus: Ein Glück habe ich noch keine Erfahrungen mit Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen. Meine Kinder sind noch nicht verheiratet. Ob es ein Glück ist, das wird sich noch herausstellen. Aber ich bin gespannt darauf, wen meine Kinder einmal anschleppen. Klar ist jedenfalls, und das darf ich wohl sagen, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was die oder der Zukünftige sein sollte und wie man angemessen darauf reagieren kann. In Filmen wird damit ganz herrlich komisch gespielt. Nehmen wir zum Beispiel Monsieur Claude und seine Töchter aus dem Jahre 2014. Ich zitiere mal aus einer Filmbeschreibung. Das beschauliche Familienleben des traditionsbewussten Ehepaars Claude und Marie Vernu gerät mächtig durcheinander, als drei ihrer Töchter ausgerechnet mit einem Muslimen, einem Juden und einem Chinesen den Bund der Ehe schließen. Claude und Maries Hoffnungen auf eine kirchliche Hochzeit ruhen nun auf ihrer jüngsten Tochter Lorraine, die gerade einen echten französischen Katholiken kennengelernt hat. Endlich mal was Normales. Das sind ihre Erwartungen. Und natürlich entpuppt sich der potenzielle Schwiegersohn als Dunkelhäutiger von der Elfenbeinküste, dessen Vater natürlich seine Vorurteile gegenüber den weißen Schwiegereltern hat, weil sie ihn an die Kolonialzeiten und die Unterdrückung erinnern. Oder nehmen wir den Film Selbst ist die Braut mit Sandra Bullock, eine Komödie, die aus den USA 2009 gedreht wurde. Diese Woche war sie zu sehen. Sandra Bullock als Verlagschefin, die ihren Assistenten Andrew bittet, ihn zwangsweise zu heiraten, damit sie nicht ausgewiesen wird. Und natürlich darf in so einem Film nicht fehlen, wie Andrew seine zukünftige mit zu seiner urigen Familie nach Alaska schleppt und dort als sein Verlobte vorstellt. Am Ende wird natürlich alles gut, Hollywood Life eben. Wie sie wirklich sind, die Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, das erweist sich wohl erst in einer Krise. Um zwei Schwiegertöchtern geht es heute in unserem Predigttext. Diese Geschichte hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und mit Gottvertrauen. Aber bis dahin hat es zunächst mit ganz viel Verlusten zu tun. Da muss jemand seine Heimat aufgeben, um seine Familie durchzukriegen. Wirtschaftsflüchtling würden wir das heute bezeichnen. Aber Hunger hat ja schon immer zu Wanderungsbewegungen geführt. Die Bibel ist voll davon. Und übrigens auch davon, wie gerade dadurch Menschen vor dem Tod bewahrt und ein ganzes Volk gerettet wurde. So lesen wir das zum Beispiel in der Jakobsgeschichte im ersten Buch Mose. In der Fremde wird die Familie nun erstmal heimisch. Als aber ihr Mann starb, war Naomi allein mit ihren beiden Söhnen. Was das damals hieß, in der Fremde alleinerziehend zu sein, ohne Anspruch auf Versorgung, ohne Verdienst, ohne Land.
Das können wir uns heute nur ganz schwer vorstellen. Die Söhne heirateten natürlich Frauen vor Ort in der Fremde. Und sie gründeten eine eigene Familie, sie passen sich an. Aber als ob es nicht schon schlimm genug ist, seinen Mann zu verlieren, sterben dann auch noch ihre Söhne. Jetzt sind auch die Schwiegertöchter allein auf sich gestellt und völlig mittellos. Was nun? Zurück in die Heimat? Aber in welche? Wo man vielleicht von der Verwandtschaft, von Freunden aufgefangen werden könnte? Wie sie wirklich sind, die Schwiegertöchter und Söhne, erweist sich wohl erst in einer Krise. Ob man zueinander hält, ob man schwere Zeiten gemeinsam durchsteht, auch was man dabei vielleicht aufgeben muss. Es hat mit Charakter zu tun und mit der Fähigkeit, auch zurückstecken zu können, statt immer nur oder zuallererst an sich selber zu denken. Und es hat mit Respekt vor dem Lebensweg aller Beteiligten zu tun und zugleich mit einer barmherzigen Herzenshaltung, die aus dem Glauben herauskommt. Was würde Gott von mir wollen, was ich tue? Sigmund Freud würde es als das Gewissen oder die moralische Instanz nennen. Nicht einfach die Entscheidung. Für die angeheirateten Schwiegertöchter aus einem fremden Land. Mitgehen, füreinander einstehen, eine ganze Menge dafür aufgeben oder sich lossagen, das Glück neu, aber selber suchen. Irgendwie erinnert mich diese Geschichte ja auch an die Geschichte von den zwei Söhnen im Neuen Testament, beim verlorenen Sohn, nur diesmal ganz anders. Aber es geht um Glauben, um vorgelebten Glauben, der ja irgendwie abgefärbt haben muss. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. So sagt es Ruth. Ein ganz berühmter Hochzeitsvers übrigens, der viel vom Vertrauen in den anderen aussagt. Ruth macht deutlich, du bist mir wichtig. Dein Glaube ist mir wichtig, deine Abstammung, deine Volkszugehörigkeit, deine Familienzugehörigkeit respektiere ich und ich stehe zu dir. Ich gehe mit dir, egal was kommt. Oder wie wir heute sagen würden, in guten und in schweren Tagen, also auch gerade in Krisenzeiten. Alle Achtung! Da setzt Ruth ihre Hoffnung auf den Gott von Naomi, die selber gerade an Gott verzweifelt, aber über ihre Söhne den Glauben zumindest an Ruth weitergegeben hat. Eine Geschichte, die zu Herzen geht. Eine der wenigen Geschichten in der Bibel, wo vor allen Dingen Frauen als handelnde Partner genannt werden. Die beiden kehren an den Ursprungsort zurück, Naomi und Ruth. Und sie werden dort aufgefangen. Aber diese Geschichte wäre ja nie erzählt worden, wenn Gott nicht seine Finger mit im Spiel gehabt hätte. Denn am Ende ist es Ruth, die Moabiterin, also die Fremde, die Ausländerin, auf die Gott setzt.
Aus ihrer Abstammungslinie wird König David kommen und Jesus Christus. Und wie ist das jetzt mit den Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen? Für mich ist deutlich geworden, Gott wirkt. Manchmal auf ganz verschlungenen Wegen auch und gerade in denen und durch die, von denen wir das wahrscheinlich am wenigsten erwarten. Manche von ihnen sind, obwohl sie nicht damit aufgewachsen sind, in ihrem Handeln näher dran am Willen Gottes als die besten eingefleischten Einheimischen. Also seien wir vorsichtig mit all den vorgefertigten Meinungen und den ach so lieben Vorurteilen. Achten wir darauf, was wir wem wie sagen. Du hast deutlich gemacht, du nimmst all diejenigen auf, die sich an dich wenden, die ernsthaft an dich glauben wollen. Du stärkst sie, du hilfst ihnen, auch in den schwersten Situationen ihres Lebens. Deshalb rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für all diejenigen Menschen, die in ihren Heimatländern keine Nahrung finden, kein Wasser, keine Lebensgrundlage mehr. Wir bitten dich für all diejenigen Menschen, die auf der Flucht sind, vor Vertreibung, aus Angst vor dem Tod, weil Mächtige ihr Spiel treiben und sie vertreiben aus ihrer Heimat. Für sie alle rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir wenden den Blick in diesen Wintertagen, wo es bei uns bitterkalt war, auf diejenigen, die unter erbärmlichsten Bedingungen hausen müssen, die ein menschenunwürdiges Leben fristen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für uns und für unsere Situation hier in unserem Land. Hilf uns, Auswege aus der Krise zu finden. Hilf uns, die Krise selber zu überwinden. Stärke uns dabei. Mach uns stark im Glauben, der darauf vertraut, dass das nicht das Ende der Welt ist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Alles, was uns bewegt in dieser Zeit, das legen wir hinein in das Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns jetzt gehen in diese Woche hinein mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Musik.